Köln. Ich finde es bemerkenswert, wenn sich Züchter aufmachen mit ihren Vererbern in den Ring und diese Chefs des Ringes zu Hause, die auf Kuschelkurs gehen und sich so wunderbar präsentieren, wie diese vier wollen sich hier präsentieren, die übrigens auch alle verdient haben, hier gezeigt zu werden, weil sie alle vier ihre Vorzüge haben. Alle sind sehr gepflegt und alle zeigen in ihrem Spektrum sehr gute Eigenschaften. Aber der Reihe nach, es ist ganz eng hier vorne und wer den Katalog studiert, der sieht ja auch, diese beiden Bullen sind leicht bewertet mal zu Hause. Und dennoch beschreiben drei Noten dann doch Bullen nicht so, wie sie beschrieben werden könnten. Das ist sicher im Linearprofil ein bisschen einfacher, aber das haben wir ja bei Fleisch und dann nicht. Also gleich bewertet. Sie haben beide im Typ eine 9 bekommen und dennoch unterschiedlich. Ich habe mich letztendlich entschieden, die Katalognummer 184 nach vorne zu stellen. Der Bulle ist 6 Jahre alt und er präsentiert sich in seinem Mittelalter, sage ich einmal, in einer guten Frische, was mich an diesem Bullen überzeugt. Ist die Länge, ist die gute Mittelhand und das ist am Ende auch die Harmonie im Körperbau. Diese Bulle hat nicht die Bemuskelung wie der 1B-Pressträger, zurzeit jedenfalls zeigt er sie in dieser Ausprägung nicht, aber er ist sehr schön gleichmäßig bemuskelt und er präsentiert sich insgesamt im Aufriss sehr harmonisch und das äußert sich insbesondere in der festen Oberlinie, in der Tiefe, in der Rippe und in seinem langen Becken. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Abschneiden. Ja, dann haben wir auch auf dem 1B-Platz, ich habe das versucht, mich daran zu tasten, das zu beschreiben, einen wirklich schicken, tollen Bullen, die 186. Dieser Bulle hat nicht die Mittelhand wie der 1A-Pressträger, aber hat andere Vorzüge. Dieser Bulle ist breit ausgelegt. Er ist breit ausgelegt in Schultern, in Rücken und vor allen Dingen im Becken. Das äußert sich im Umdreher, das äußert sich im Sitzbein. Der Bulle hat eine sehr schöne Beinstellung im Hinterbein insbesondere. Und der Bulle präsentiert sich durch seine gleichmäßige Muskelung und durch seine gute Innenkeule sehr, sehr harmonisch. Und deswegen geht er hier auf einem satten 1B-Platz. Viele Vorzüge auf dieser 1B-Meisterin. Glückwunsch. Ja, dann sind wir bei 1C, der 187. Der Bulle hat ganz gewaltig Fleisch. Und ja, ich habe dann den Eindruck, ihn hier an die dritte Stelle gestellt, weil er dieses Fleisch auch gleichmäßig verteilt am Körper trägt. Noch mehr wie der 1B-Preisträger, ein noch besseres Becken, ein noch besseres breites Becken, was die Muskelung angeht. Und eine Top-Innenkeule. Und dazu auch eine ausreichend tiefe Rippe zeichnet diesen 1C-Preisträger aus. So, da ist der 1D ein bisschen schwierig. Eigentlich ist er vom Aufriss ähnlich wie der 1A-Bulle, aber er reicht in der Qualität deutlich ganz heran. Diesen Bullen zeichnet Harmonie im Körperbau aus. Er ist ja nicht extrem bemuskelt, extrem ausgeprägt, aber er ist sehr harmonisch gebaut und das liegt an den guten Körperübergängen, das liegt an der festen Oberlinie. Das Ganze zusammen gibt insgesamt einen sehr schönen Seitenriss, das diesen Bullen zu einem Werbeträger macht. Ja, insgesamt 4 Top-Vererber, viel Erfolg, viele schöne Kälber noch mit diesen Bullen wünschen wir Ihnen. Danke für die Präsentation und bitte Applaus von den Becky-Fans.